Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kreativerse. Bing. Neotier. Warum? Sag mal, was wollte der denn hier? Ich glaube, es hackt. So. Ich baue jetzt mal hier oben kurz die... Da kommt eine Decke rein, hatte ich gesagt, oder? Ja, genau. Ja, perfekt. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob ich hier nochmal so einen... Kamin hinbauen möchte. Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt gerade. Was habe ich jetzt weggeschmissen? Achso. Lol. Ja, gucken wir mal. Eigentlich müsste der ja noch weiter hoch dann, ne? Rein theoretisch. Und zwar. Warte mal, wir machen das mal eben anders. Ja. Genau. So. Und so. Puh. Das wird echt übel hoch. Ach du Scheiße. Eieieiei. Nee. Wobei ich bin gerade echt am Überlegen, ob wir den da oben noch brauchen. Also auf jeden Fall kommt da noch eine Decke rein. Das ja. Und da kommt dann das Dach schon drauf. Alter Falter. Was heißt Dach schon drauf? Da kommt noch das Dach drauf. Müssen wir das überhaupt so machen? Oder könnten wir... Habe ich Dachschrägen dabei? Natürlich nicht. Warum sollte ich auch sowas dabei haben? Wäre ja toll, sowas mal zu haben. Ich habe so viel Müll hier einfach nur im Inventar. Nee, echt gar nichts, ne? Nix Dachschrägen. Ist jetzt nämlich die Frage, ob wir das überhaupt so hoch machen müssen oder ob wir nicht sagen, wir machen das 3 hoch und setzen da schon die Dachschrägen an. Ich nehme das mal weg. Das könnte man auch machen, ne? Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Könnte von unten eigentlich auch ganz gut aussehen. 3 hoch reicht und wenn wir da eine Dachschräge ansetzen, können wir immer noch mal eine Decke bei 5 reinmachen. Ich versuche mal eben kurz irgendwo noch Dachschrägen zu organisieren. Ich meine, ich hätte da was. Warum ist da oben eigentlich immer noch dieses Iron Bars drin? Das kann doch mal raus. Warte mal. Da. Tschüss. Hatte ich irgendwas hier reingepackt? Nein, ich glaube nicht. Nein. Haben wir hier irgendwo noch da? Oh, wir haben hier noch Holz. Nice. Stimmt, wir haben ganz viel Holz. Können wir hier mal eben kurz was reinschmeißen? Das wäre mir sehr lieb. Warum ist denn mal... Warum ist denn da noch ein Schwert drin? Was haben wir denn noch da drin? Leder haben wir da drin. Das haben wir da drin. Knochen haben wir da drin. Die haben wir da drin. Ja, dann kann das Gras da... Ach, der ist voll. Ja gut, warum auch nicht, ne? Das hat eigentlich nichts drin zu suchen, aber egal. Stein, das werden wir, glaube ich, erstmal nicht mehr benötigen. Die auch nicht, da bin ich mir noch nicht sicher. So.
Ruddy Canyon Stone kann auch erstmal damit rein. Da haben wir noch Holz. Guck mal an. Entschuldigt bitte, wenn ich das jetzt hier erstmal so ein bisschen umsortiere. Aber das ist gerade wichtiger. Das kann weg. Die können auch erst einmal wieder hier rein. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. Hier, achso, das ist ein Erddachschräg. Wo können wir auch nehmen zum Testen? Ah, egal, wir gucken erstmal. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Ja, das ist nicht viel. Matt kann da auch rein. Hier, da, guck mal. Baby Leafy Dingens Bums Gedöns Geschiss. Baby Leafy Dingens Bums Geschiss Gedöns Dingenteil und so weiter. Die können da rein. Dann haben wir da noch hier Holz. Nein. Holz. Das kann da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Die Kohle kann da rein. Das Obsidian kann... Alter, geil. Kann da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Puh, das kann da rein. Die behalten wir erstmal, die Sachen. Ja, den Honig, ja, hier ist Leder drin. Es kann doch da raus, es kann doch hier vorne mit rein. Irgendwann muss ich auch mal Truhen bauen, um ein Lager zu erschaffen. Also das geht gar nicht, das geht so gar nicht mehr. Das ist ja, ach guck mal hier, perfekt. Dann haben wir hier die Lianen rein, dann hauen wir hier die rein, das rein. Ja, die Pilze können da auch erstmal rein, das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Den Teleporter behalten wir erstmal. Ja, ich habe hier noch so ein paar Truhen, ist egal. So. Zurück zur Baustelle. Habe ich die Dächer? Jawohl. Ja, man hätte da unten auch mal gucken können, ne? Hast du recht, hast du da. Hast du wohl recht. Dann kann hier haben wir mal 1, 2, 3. Oh, huch. So. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir möchten das Dach gerne so haben, müsste das doch eigentlich funktionieren, oder? Außer da. Weil da muss der Kamin noch weiter gebaut werden. Schau an, schau an. Schlau. So. Also. Ja, das ist natürlich gut hier. Das ist super. Das kann aber mal weg. Wir ziehen das Dach einfach mal so ein bisschen hier hin. Und gucken uns das dann mal an. So. Ja. Man könnte rein theoretisch, ohne jetzt irgendwie was Böses zu wollen. Das ist nicht das finale Dach. Könnte hier die Decke rein. Eine Dreierhöhe. Wir können auch nur einen höher gehen, ist ja egal. Dann würde ich sagen, könnte ich, ja, dann kommt da wieder die Decke rein. Allerdings ist hier dann Dach. Ja, kann man so machen. Also, finde ich gut. Das hier. Was ist denn unten? Da ist doch auch. Ist doch ein Balken, oder nicht? Ja, da wäre eigentlich ein Balken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da wäre eigentlich ein Balken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist eigentlich ein Balken. 1, 2, 3. Ha, siehste. 3, wir machen jetzt erstmal so.
3. Ich hoffe, wir haben überall die Balken durch. 3. Hier nicht, ne? Ne, hier nicht. Warum nehme ich den eigentlich? Ja, ist egal. Obwohl, da könnte... Na, nee, lass mal. Wir machen das mal so. So. Dann hätten wir hier auch noch. 3. Achso, wegen der Aufnahmelänge heute, ne? Ich schau mal. Also ich habe zwar den Timer gestellt, aber ja, mal gucken. So. Dann haben wir das doch schon mal. Rein theoretisch betrachtet müsste hier einmal so ein Balken langlaufen. Müsste. Theoretisch. Nein. Ja. Theoretisch wohlgemerkt. Praktisch sieht es etwas anders aus. Aber eigentlich müsste hier auch noch ein Balken sein. Nein. So. Und der müsste dann natürlich hier auch ein rausgehen. Allerdings geht der da nicht mehr ein raus, weil hier ist ja Dach. Wenn wir den jetzt mal durchziehen, weiß ich nicht, wie das aussieht. Könnte schön aussehen oder könnte auch dementsprechend anders schön aussehen. Mal gucken. Drüben, das müsste ja dann eigentlich passen hier, ne? Dann könnten wir dann noch einen Querbalken reinziehen. Boah, geil. Geil. Ja, geil. Also ich weiß nicht, ob das aussieht, ne? Ich habe echt gerade überhaupt keine Ahnung. Boah, das Ding ist einfach nur übelst hoch. Für ein Gasthaus wohlgemerkt. Nur für ein Gasthaus. Na komm, dann ziehen wir hier mal eben die Wand rein. The Wand. The Wall. Ich glaube so, jetzt weiß ich glaube ich, wie ich die Folge nenne. The Wall. Ja. Puh. Nee, so haben wir nicht gewettet. Aber ich finde, das ist okay hier oben. So ein etwas... Hier oben ein bisschen gedrungener, weil hier kommen ja Schlafräume und so weiter hin. Oder Gästezimmer, je nachdem. Übernachtungsmöglichkeiten kommen hier halt hin. Und da finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn das nicht ganz so hoch ist. Oh wow, wir haben ja noch richtig viel Holz, sag mal. Wood. Wood. Wood you. Keine Ahnung. So, hier bitte was einfügen. Nee, kein blassen Schimmer. So, dann können wir das hier machen. Boah, das wird echt übel, der Teil, ne? Jetzt mal ohne Witz, das wird richtig übel. Ich hoffe, das sieht gut aus. Ach, ich wollte... Nein, ach, fuck. Ja, wir gucken jetzt gleich mal, wie das aussieht, wenn wir das so haben. Hier, ich mache hier noch keine Fenster rein, weil ich noch nicht weiß, wie ich die, die Zimmeraufteilung hier mache. Weil es ist ja nicht ganz symmetrisch, es ist ja eher ein bisschen popetrisch. Das ganze Ding hier. Müssen wir mal gucken. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich lasse mir da noch irgendwas einfallen. Glaube ich. Glaube ich jetzt einfach mal zu machen. Achso, zurück zur Folge. Ich weiß noch nicht, wie lange ich aufnehmen werde. Erstmal gucken. Vielleicht versuchen wir das Ganze auch noch ein bisschen hier schon mal so weit hinzukriegen, dass hier die Raumaufteilung steht. Ich wollte eigentlich auch eine andere Holzfarbe nehmen. Und zwar wollte ich das eigentlich ein bisschen dunkler halten, das Holz. Gucken wir gleich mal. So. Guck mal, dann haben wir hier die Wände schon mal... Also die Wände stehen dann hier schon mal.
So. Das sieht doch schon mal nach nichts aus. Doch, das sieht... Oh, hier unten. Das finde ich mal... Alter. Oh, mein Herz. Bin zu alt für den Mist. Oh mein Gott. Wenn ich ehrlich bin, finde ich das aber... finde ich den Balken kacke. Bin ich ehrlich. Den Balken hier finde ich kacke. Der kommt weg. Der kommt weg. Da kommt ganz normal hier so hin. Dann kann das hier so hin. Und... Nee, so nicht. So. Das sieht besser aus. Ja, das sieht definitiv besser aus. Dann haben wir da nämlich das gleiche. Obwohl den Eingang könnte man dann... Nee, der bleibt so. Der bleibt so, wie er ist. Das müssten 4 sein, ne? 1, 2, 3, 4. Jawohl, dann sind das hier auch 4. 1, 2, 3, 4. 4, ja, genau. Da ist der Balken. Ja, 4 Stück. Also 4. Ja, geil. Dann haben wir das so. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt ist die Frage. Ich will mal eben kurz... war das... Das... Oh. Ja. Nein. Muss man das eigentlich halten? Das ist falsch. Danke. Wir machen jetzt mal einfach die Wand hier komplett. Muss man das hier also eigentlich irgendwie... Geht das nicht auch so? Nee. Nur dann, nur mit dem, okay. Ha, egal. Habe ich jetzt ein bisschen anders in Erinnerung, aber egal. Ja, und ich weiß, es ist Halloween-Event, aber ganz ehrlich, ich will diese blöde Baustelle hier so langsam mal fertig haben. Dass wir uns um die Inneneinrichtung kümmern können. So, jetzt gehen wir mal gucken, wie es aussieht von außen. Dann haue ich mich mal gleich eben kurz aufs Ohr. Das sieht geiler aus. Das dunkle Holz ist es, das machen wir dann mal komplett. Ach, weißt du was, komm. Es ist noch relativ früh. Ich mache hier mal ein bisschen Licht an. Ich habe gesagt Licht an. Dann ziehen wir das nämlich einmal komplett durch. Machen das dunkel. Das sieht nämlich echt geiler aus. Wohin wir aber von Anfang an so machen können. Warum habt ihr mich nicht daran erinnert, dass ich das so machen wollte? Ey, wozu hab ich euch eigentlich? Mann! Ihr seid alle gefeuert. Alle gefeuert. Wir haben gar kein Geld von dir gekriegt. Du kannst uns nicht feuern. Doch, kann ich. Kriegst du doch mit gerade. Jo, gut. Wie weit komme ich? Also, halt. Nein! Das ist ja blöd so. Was mache ich denn da? Nein! 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 Alter! Jetzt reicht's. So. Ja, auch noch mal. Oh nee. So. Alter, es ist doch nicht wahr. Mann.
hier weg. So. Hätten wir dies. Und ich würde sagen, okay. Wir hauen uns mal aufs Ohr. Wird nämlich dunkel. Nein. So, Deli. Eben aufs Öhrchen. Oh, ein Geisterliefi. Interessiert mich aber gerade nicht. Warum ist der Ofen eigentlich so hässlich? Weil ich den wahrscheinlich so hässlich gemacht habe. Gutsnachtle vor allen Dingen. Gutsnächtle. Ich trinke mal eben kurz einen Schluck Käffchen. Ah. Lecker Käffchen. Leckerschen. So. Mit dem Dach. Oh ja, ey, das sieht doch wirklich viel, viel geiler aus. Was wäre denn eigentlich? Nee, das sieht kacke aus, dann glaube ich. Die Idee wäre jetzt gewesen, hier vielleicht eine Riege rausnehmen und auch noch durch Holz zu ersetzen. Dann ist das ungefähr... Nein, das sieht scheiße aus. Dies lassen. Boah. Boah. So, guck mal. Haben wir doch gleich geschafft. Ist nicht mehr viel, was wir noch färben müssen. Hier drin bleibt das Holz allerdings gleich. Hier oben kommen nämlich Holzwände rein, nicht die Adobe Wall Dinger. Die möchte ich hier ehrlich gesagt nicht haben. Bin ich ehrlich? Ich weiß nicht, ob das hier oben aussehen würde. Man kann mal gucken, wir können es ja mal schauen, wie es aussieht. Aber ich glaube nicht, dass ich die hier oben reinsetzen möchte. Hier oben ganz normal Holzwände und fertig. Ein bisschen rustikaler. Unten kann es gerne so sein, wie es ist. Oh. Na, es geht ja zum Glück recht fix. Der Boden hier oben bleibt auch so. Den werde ich nicht dunkler machen. Nur die Wände, weil das sieht echt geiler aus. Ohne Scheiß. So, dann hätten wir das. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Aufteilung. Hier kommt auf jeden Fall eine Wand rein. Definitiv. Ja, aber nicht mit dem Holz. Also schon mit dem Holz, aber nicht mit der Farbe. Auf jeden Fall schon mal so. Dann würde ich sagen, haben wir hier einen Flur. Einen Flur. Das kann ruhig so. Ich war nämlich am Überlegen, ob das hier ein Raum wird. Ist, glaube ich, ein bisschen groß für einen. Aber dann unterteilt. Halt irgendwie einen Wohn-Schlafbereich mit kleinen Toilettchen und sowas. Ja. Ja, irgendwie so. Hatte ich mir gedacht. Hatte ich mir wohl so gedacht, habe ich mir das. Wenn wir denn hier 1, 2, 3, 4, 5... Warte mal, wenn wir hier 1, 2, 3... Nee, 4, 5... So breit machen den Flur, das sollte... Ja, das passt auf jeden Fall. Hier eine Wand rein, Zimmer. Komm, wir zimmern jetzt einfach mal Wände rein. Mal rein theoretisch. Ob wir jetzt... Man könnte natürlich da auch mehrere Zimmer rausmachen. Also, dass man hier vielleicht sagt, man macht hier zwei Zimmer raus. Dann hat aber das eine Zimmer kein Kamin. Deswegen habe ich mir gedacht, dass wir... Hier eventuell ein Zimmer raus machen. Hier eine Trennwand rein. Na, irgendwie, weiß ich nicht. Oh. So, drei. Ja, guck mal. So, drei. Perfekt. Das ist doch, hör mal. Hören Sie mal. Ne, dass man halt hier sagt, so, guck mal. Da ist jetzt, hier ist jetzt Schlafraum. Hier ist Wohnraum und dann kommt hier eine kleine Toilette rein. Die braucht hier nur 1, 2, 3, vielleicht so. 1, 2, 3, hier so groß. So, hier ist dann die Eingangstür. Und dann kommst du hier rein, hast hier die Toilette. Kannst du hier Schuhe und so hinstellen. Hier hast du Wohnbereich mit Kamin. Und hier Schlafzimmer. So eine gute Idee, oder? Da unten brennt das. Ich mache hier aber mal zu. Das sind doch vier da unten, oder nicht? Ja, natürlich sind das vier.
Weil, nämlich so. Ich mache hier aber mal zu und setze hier 4 weitere rein. Ach so, jetzt die Frage. Passt auf. Die Iron-Dinger? Obwohl, nee, wir können da nur 2 machen, ne? 2 reichen doch. Jetzt haben wir... Wie haben wir das denn unten gemacht? Hier reichen eigentlich 2. Obwohl, ich würde das hier trotzdem so machen. Das sieht man von unten ja nicht. Ich würde das hier trotzdem so machen. Aber dann... Obwohl, kann man die... Ja! Ja. Naja, erstmal zumindest kann man es vielleicht so lassen. Hier vielleicht 2 nur hin? Ja, ist so eine gute Idee. Ja, komm, so machen wir das. Hier kommt, hier können wir da vorne ein kleines Fensterchen reinmachen. Man kann hier ein kleines Fensterchen rein. Weiß ich nicht, hier vielleicht oder dahin. Wo ist die Aussicht schön? Oh ja, hier aufs Feld. Nice. Da kannst du schön, hier kannst du kacken. Ne, hier kackst du dann und dann kannst du schön aufs Feld gucken. Weiß. Kann hier auch noch ein Fensterchen rein. Ja gut, hier können kein Fensterchen rein, oder? Doch, hier könnten 2 Fensterchen rein. Ja doch, guck mal. So, das ist zwar jetzt nicht so der perfekte Ausblick, aber... Pff, Wayne interessiert's. Hier kommt ein größeres Fensterchen rein. Ah, guck an. So, siehste. Erste Zimmer fertig. Naja, was heißt fertig? Aber schon mal so weit, dass man sagen könnte, hier ist ein Zimmer. Wie gesagt, hier kommt man dann rein. Das ist ein Apartment, kein Zimmer, es ist ein Apartment. Hier kommst du rein, kannst hier auf Toilettchen gehen. Hier kommt dann schön gemütlich was hin, da hast du Fenster. Hier kannst du pennen. Ja, ist doch cool. Reicht doch. Aber hier könnte man einen Teppich reinmachen, ne? Teppich. Aber sowas gibt's, glaube ich, gar nicht, ne? Oh. Gibt es sowas wie Teppich? Nee, ich glaube nicht. Ach, das ist ja auch Carpet. Floor. Lol. Carpet. Es gibt Carpet, allerdings, ja... Nee, vergiss es. Nee, okay. Vergiss es. Oh. Vergiss es. So, pass auf. Und dann könnte man hier oben eventuell... Was ist denn, wenn wir... Wie breit bist du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Das gleiche von hier. Upp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dann haben wir immer noch einen Dreierflur. Ziehen das Ganze dann mal 11. Und dann aber nur 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das könnte es. Das könnte gut passen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ja, guck mal. Dann hätten wir hier noch Zimmer. Also ein großes Apartment haben wir. Und 2 kleinere Zimmer. Man könnte jetzt sagen, dass man von da aus hier reinkommt. So. Dann ist hier. Das sind wirklich nur so. Ja, halt ganz normale Zimmer. Na, dann kann man hier vielleicht irgendwo nochmal sagen, kommst hier rein. Obwohl, warte mal, das können wir anders machen. Wir können auch die Türen ruhig mal 3, kommst hier rein. Hast hier ein kleines Badezimmer. Dann können hier Betten rein. Hier so Doppelbett. Ja.
Und das Ganze machen wir dann hier quasi auch. Das haben wir gemacht mit 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Das richtig? Nee. Ein weiter. Machen wir das hier nämlich auch. Das Bad kriegt ein Fenster. Das nicht. Ja, da kommt man hier rein. Genau. Dann mal schauen, wie ich das weiter handhabe. Machen wir das nochmal eben weg. Dann könnte man rein theoretisch, wenn wir hier den Flur haben, der 3 breit ist. 1, 2, 3. Könnte man ja eventuell nochmal sagen. Das gleiche nochmal. Obwohl in vielen Hotels ist es immer gleich, ne? Ist das richtig? Ja, oder? Ich glaube schon. Ja, doch, ich denke schon. Nee. Ja, komm, mach erstmal. Ist ja erstmal egal. So. Oh! Da, boah, was? Kein Holz mehr? Echt ernsthaft? Tatsächlich. Gibt's ja nicht. Das ist übel. Achso, da können wir noch welche craften. Hallo? Ich würde gern. Danke. Noch ein paar mehr davon haben wollen würden. Ja, guck mal. Dann hast du hier einen schönen breiten Flur. Hier dann quasi das gleiche. Es sind 6. Also das haben wir dann hier 1, 2, 4, 5. Längs. Dann geht das. Ja, das passt doch genau. Ja, perfekt. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack. Guck an. Dann haben wir hier schön vier kleine Zimmerchens. Ein Apartment. Was wollen wir mehr? So, dann ziehen wir da jetzt noch die Decken. Also die Decken nicht, aber die Wände rein. Ja, und dann mache ich Schluss. Dann haben wir jetzt nämlich eine halbe Stunde. Das sollte ja wohl reichen. Also sind wir endlich mal wirklich weitergekommen hier drin. Nee, ganz gerne dahin. So. Nein. Obwohl, müssen wir gucken, ne? Es kann doch, der geht noch einen höher, glaube ich. So. Boah, so viel Holz, wie wir hier einfach mal verbraten, ne? Das ist echt böse. Aber gut, egal. Ah, das sieht schon. Das wird schon gut aussehen. Hoffe ich ganz doll. Ganz doll, wenn es denn endlich mal fertig wird. So lange. Habe ich, glaube ich, noch nie an einem Gebäude gesessen bei Creativerse. Also wir haben ja schon. Ja, was heißt, wir haben nie wirklich groß gebaut. Das richtig Große, was wir mal gemacht haben, war das Diamantenschloss auf der Corrupted. Was bis heute nicht fertig ist. Da ist ja noch nicht mal der Vorgarten fertig. Wir haben das ja dann irgendwann gelassen. Weil wir dann mit Martin auf den Server gegangen sind. Dann haben wir das hier abgebrochen, das Ganze. Ich war letztens mal wieder auf der Welt. Auf der, nicht auf der, wo wir mit Martin zusammen waren, sondern auf der anderen. Auf der anderen Welt. Schwupp. Schwupp. Hier muss noch sowas hin. Und dann müssen
müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen mit dem Dach. Also es wird auf jeden Fall kein Ringsrumdach. Sondern wirklich nur ein... Was dann halt hier hochgeht. Ja, guck an, guck an. So kann es doch werden. Sogar, nee, so ist es sogar. Ja, ist es so ein bisschen... Boah, Alter. Boah. Was ein Koloss einfach nur. Was ein Koloss. Ach, und den Keller müssen wir ja auch noch machen. Ach, du Heilige. Stimmt, da war ja auch noch was. Den habe ich ja ganz vergessen. Aber ey, das ist doch schon mal, oder? Oh. Oh. Oh, oh. Ey, oh. Das ist hier ein bisschen dunkel, wa? Ein bisschen. Hier unten ist Licht an, ne? Da steht so eine Funzel drin. Ach, jetzt habe ich die Steine weggetan. Die brauchen wir doch hier auch noch. Ja, egal. Das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Nee, nächste Folge muss... Ich feiere den immer noch. Ohne Witz, ich feiere den. Ja, das sind vier, genau. Weil der einen in den Raum reinsteht. Ich feiere den echt immer noch. Hier unten, da müssen, ehrlich gesagt, gar keine Fenster rein. Das reicht, wenn da Fenster drin sind. Das reicht, vollkommen. Da müssen gar keine hin. Ich finde das so ziemlich nice. Ach ja, hier wollte ich noch einen Kamin eigentlich hinbauen. Aber da bin ich echt am Überlegen, ob wir das hier nehmen. Der ist zwei breit. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Würde ich sagen, stellen wir den dahin. Ist jetzt nicht geil. Aber irgendwie schon. Ja, das sieht jetzt ein bisschen unsymmetrisch aus, weil da hier noch was ist. Aber es geht mir jetzt einfach nur in der Mitte von diesem Bereich. Also von da bis da. Und da steht hier jetzt mittig drin. Kann man eigentlich auch machen. Und gegenüber eventuell auch nochmal. Hier haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Alter. 1, 2, 3, 4. Plump. 1, 2, 3, 4. Ja. Ja, doch, kann man auch machen. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Ist er jetzt so ein blödes Viech da oben oder was? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Wenn er jetzt gleich irgendwo um die Ecke kommt, ne? Hallo? Nö. Ja gut, dann nicht. Aber was für Wege wir jetzt hier schon laufen müssen, um hier hinzukommen? Ist das krass. Ah ne, der ist da hinten irgendwo drin. Ja, geil! Es wird, es wird! Boah, Alter, was ein Vieh. Was ein Koloss. Und ich kann euch versprechen, die nächsten Sachen werden etwas kleiner. Definitiv kleiner, weil das übertrifft es. Das Dingen, das da, kommt weg. Hier wird sich noch ein bisschen was ändern. Einiges sogar. Das da, ja, ja, mal gucken. Aber hier kommt auf jeden Fall was richtig Gutes hin. Da hinten kommt, ans Wasser kommt noch was hin, was ich gerne haben möchte. Hier wird nur einiges passieren. Ich habe da echt schon Ideen im Kopf. Und diesmal wirklich. Also so groß wie das da wird es nicht nochmal. Geh weg. Danke. So. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, würde ich mich gern über ein Däumchen nördliche Richtung freuen. Schreibt gern was in die Kommentare.
Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Und um keine Folge mehr zu verpassen, aktiviert auch die Glocke. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Village wieder. Danke nochmal fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut. Tschüss.